Herzlich willkommen bei einer neuen Beef-Edition beim Let's Battle. Heute der letzte Gewinner, nichts 13. Dunkel, braun gebrannt, Muckis gegen einen Pädobär, Xas. Den altbekannten Bär. Genau. Wir spielen heute eine kleine Fragerunde. Ich mache hier einen auf Günther Jauch oder sowas. Die Regeln für euch jetzt nochmal zusammengefasst. Ihr zwei stellt euch auf den Close Down, auf den Boden. Oh, den Close Nach Down, okay. hinten. Auf den Close Down. Rechts von euch, beziehungsweise du rechts, du links, habt ihr eine Close Down Lamp. Wenn die leuchtet, Okay. seid ihr auch dran. Wenn ihr eine Frage beantwortet, drückt ihr auf den Button drauf. Der ist direkt vor euch. So sieht das aus von hier. Dort drücken, dort drückt ihr drauf. Wenn es leuchtet, seid ihr dran. Der andere kann nicht mehr drücken. Jetzt drückt du Maxas und er kann nicht mehr. Aber ich will auch Fragen So. beantworten. Ist beantwortet der die Frage, der schneller ist, der schneller drückt. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, ich lese aber dann nicht weiter vor. Das heißt, ihr könnt mich nach dem ersten Buchstaben schon unterbrechen und die Lösung sagen. Wenn Das ihr ist dann die dieses falsch löst. Kassieren oder Blamieren-Prinzip, oder wie war das? Genau, so ähnlich. Eigentlich schon ziemlich dasselbe. Wenn du die Frage falsch beantwortest, kriegt dein Gegner den Punkt. Habe ich irgendwie eine bestimmte Zeit, wenn ich drücke, bis ich beantworten muss? Ich würde schon sagen, ja. Okay. So, ich schätze ab, kommt drauf an, wie lang die Antwort ist. Aber Okay. so 5 Sekunden sollte schon möglich sein, da eine Antwort zu Aber geben. du gibst dann so einen Hinweis, so nochmal so, jetzt oder nicht oder irgendwas, weißt Ich kann auch nochmal sagen, wer dran ist. du? Wenn Ja. ihr wirklich gleichzeitig drückt, könnte es natürlich sein, dass die Schaltung zu langsam ist. Das ist halt mit Redstone nicht so einfach dann Ja, wir manchmal. brüllen dann einfach beide die Antwort raus. Genau, das wäre schlecht. Wir haben das hier dann gebaut. Ich. Ah, das ist schon für dich auch interessant. So ziemlich alles, was du siehst, bis auf 2 Rätsel von Xas. Ja, mal Ja, sehen, eins oder? habe ich, wie wir mal vorhin erfahren haben, halt der eins, das von gestern, das da zusammengepasst. Genau, da wo du erfolgreich gewonnen hast. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal an mit einem Buzzer-Test. Drückt mal zuerst einer, egal wer. Achso. Und da war nicht zu langsam. Okay, klappt bei ihm. Ich kann hier vorne resetten. Und Ich nichts. kann dich ärgern. So, genau, ihr könnt beide drücken. Wer jetzt drückt, muss mit Punktabzug rechnen, beziehungsweise Punkte für den Gegner. Okay. Ich würde sagen, Pro wir Frage gibt es einen Punkt, oder? pro Frage 1 Punkt. Okay. So, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit so einer kleinen Testfrage oder Einstiegsfrage. Was ist der wichtigste Block, den du beim Spielstart benötigst? Holz. Der Punkt geht an Xas. So, dann schreibe ich mir noch kurz auf. X und N, da bekommt X jetzt noch einen Punkt. Nächste Frage. Der Nickname des Entwicklers Minecrafts lautet Notch. Doch. Ja, Notch, aber nichts. das war jetzt nicht die Antwort, wenn du das schon gesagt hast. Richtig. Ich wollte eigentlich den richtigen Namen von ihm wissen. Pearson. Zu spät, ein Punkt für Xas. Um genau zu sein, Markus Pearson. So sieht's aus. Ich kann meinen Namen sowieso nicht merken. Ich kann schon froh sein, dass ich überhaupt einen Nachnamen noch bin, Gustav. Du hast Ja, aber zu früh immerhin. gedrückt, auf jeden Ja, Fall. ich hab's gemerkt. Dritte Frage. In Minecraft gibt es grüne quadratische Monster. Der Name dieser Geschöpfe lautet. Ja? Creeper. Nein, das war auch nicht die Frage. Beziehungsweise die Antwort auf die Frage. Nice. Das war auch nicht die Antwort auf die Ja, Frage. aber ich Drei bin ja auch nicht Punkte. dran, ne? War die falsche Frage. Ja, ich die Ähm, falsche Antwort und die falsche Frage. da du mich die Frage nicht mal halb vorlesen lassen hast, glaube ich, stelle ich die nochmal. Ach so, lang ist die Frage. Die. Warte mal. Er hat gedrückt, falsch geantwortet, das heißt, ich krieg den Punkt, oder? Du hast gerade den Ja. Punkt bekommen, du hast 3 Punkte, es steht Gut. jetzt 3 zu 0. Aber da die Frage so gar nichts mit den Antworten zu tun hat, Okay. weiter geht's. In Minecraft gibt es grüne quadratische Monster. Der Name dieser Geschöpfe lautet Slime. Was ist die maximale Anzahl, in die sich Slimes teilen und teilen können, wenn sie verletzt werden? Also die teilen sich auf. Was ist die maximale Anzahl, in die sie sich aufteilen können? Vier. In der kleinsten Form. Vier. Nein. Leider nicht ganz, weil wenn du die klein haust, werden die noch kleiner. Wenn du die mittleren noch mal haust. Genau. Ja, ich dachte, aus den mittleren kommen ja vier raus. Also es kann aus jedem
klein, nochmal 4. Wenn es jeweils 4 sind, dann sind 16 am Schluss. Ja gut, insgesamt, ja, okay, das ist was anderes. So, okay. Frage Nummer 4. Wenn du Slime haust, so, wie viel kommt da maximal raus? Ja, und dann kannst du den nochmal hauen, dann kommen nochmal 4. Ja, aber das ist ja dann wieder... Sind dann 16. Ja, egal. Okay, Frage 4. Wo wir bei Slimes sind. In welcher minimalen Entfernung zu einem Spieler spawnen Slimes? Dum, 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 ja. Dum, dum. Das will mir keiner beantworten. Nee. Okay. Ich weiß ja nur nicht mal, wie groß der Raum sein muss für die Viecher, damit sie also, spawnen. Das ist egal. Die Frage ist vorbei, würde ich danach quasi einfach raten. Aber ich drück nicht. Ja gut, dann würde ich die Frage schließen, wenn keiner will. Ja, ich sagen, nicht. Also mehr als raten kriege ich da auch nicht hin. 24 sind die normalen Mobs, ne? Aber bei Slimes ja. Ist es 32. Ah, okay. Frage 5. Wie heißen die Blöcke, auf denen Pilze besonders gut spawnen oder wachsen? PC. Das ist richtig. Wie auch wenn du es nicht richtig ausgesprochen hast, glaube ich, aber... Ich glaube, kein Mensch weiß, wie man das richtig ausspricht. Ja, das... Also im Botanischen heißt oder Biologischen, besser gesagt, heißt es Mycel. Wie das mal in Minecraft heißt, weiß ich natürlich nicht. Aber ist es okay, ich weiß, was du meinst und ich würde es auch so aussprechen. Frage Nummer 6. Gibt es ein Biom und wenn, in welchem, in dem keine Monster spawnen? Keine feindlichen. Dum, dum, dum. Ja. Ozean. Das ist natürlich auch richtig. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist richtig. Muss ich den Punkt geben. Ich wollte eigentlich Pilzbiom hören. Da spawnen nämlich nur Pilzbiom. Aber mit dem Pilzbiom war ich nie drin, da weiß ich nicht, ob irgendwas spawnt. Aber mit dem Wasser habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ja, warte mal, beim Ozean, ich weiß nicht. Die Frage ist halt, ob der obwohl, jetzt doch. Von oben bis unten durch, weil unterm Ozean kann ja was spawnen. Tief ist. Wobei doch, im Ozean können die durchaus auch spawnen, wenn da Höhlen drunter sind, dann spawnen die in den Höhlen. Ja. Und das gehört ja noch dazu. Ich weiß halt, ob sie Zähl auch unten drunter, Pilzbiom auch unten drunter spawnen können. Das ist eine gute Frage. Aber ich würde den Punkt so schon geben. Also, ich nicht. Ich würde das gerne diese Frage anstellen und nachprüfen. Wenn es korrekt ist, kriegt ihr den Punkt. Wenn nicht. Ich muss mal hier ein bisschen die Minecraft-Musik ausmachen, ich höre von nämlich kaum was. Wenn es nicht korrekt ist, dann krieg ich den Punkt. Da oben. Okay. Das hättest du gern. Das können wir mal aufschreiben, so. Wir können ja diesen Punkt mal als später anstellen, weil falls es was am Ergebnis machen sollte, was? Wir werden sehen. Ja. Wie steht's gerade? Es steht jetzt übrigens 3-2, 3-3, je nachdem. 3-3, eher für mich. Hä? Für dich? Also für nichts und dich steht's 3-3. Das ist eine Rechnung. Aber der eine Punkt willst du ja nicht unbedingt, dann willst du noch eine Nachprüfung, deswegen... Ja, und na gut. Kriege dann eventuell auch ich. Ja, so. Schauen wir mal. Ja. Welches ist der am zweitseltenste natürlich vorkommende Block? Oder Erz? Das war ja, Xas. Das ist falsch. Was hast du gesagt? Diamant hat er gesagt. Hätte ich auch gesagt. Weil richtig ist Lapis Lazuli. Erz. Okay, das hat eine Chance von 0,083%. Diamant hat 0,0846. Ganz ein bisschen mehr. Also, Punkt für nichts. Wer denkt sich solche Fragen aus? In welchen Ebenen kann man Smaragderze finden? Oh. In welchen Ebenen? Wie tief, in welchem Layer? Ach so. In welcher Tiefe? Von wo bis wo? Will keiner? Ich habe nur eine Vermutung, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Wer weiß. Das Biom ist ja auch einfach. Ja, die Frage ist, ob insgesamt, dann, weil wenn es in dem entsprechenden Biom ist, dann kann es ja wahrscheinlich ziemlich weit hoch oder nur im normalen, wo es eigentlich... welcher Ebene? Okay. Ich gebe einen Versuch ab. Okay. Aber ich willst du verlieren? Sicher, aber, nein, ich weiß, dass Bedrock
bis 4 geht. Ja. Geht nicht nochmal, ne? Und drüber, es ist, glaube ich, so wie ich Notch kenne, ist das irgendwas unter irgendeinem binären Wert und da die Chunks immer von 0 bis, also immer quasi, ja, sind ja 256. Ja, kack dich aus. Im unteren Abteil, also würde ich sagen, nicht unter 4 und bis 31. Bis 31? Ja. Das würde ich so geben. Ja, ich bin so gut. Danke, Notch, für deine sehr guten Gedanken. Also bis 32, also 31. Ja, also... Genau so. So läuft's halt immer in Minecraft. Halt inklusive. So. Runter ist Bedrock und drüber fängt der nächste binäre Abteil an. So, dann ist das Bild jetzt mal kurz im Chat, weil ich runterscrollen muss. So. Nächste Frage. Für so ein paar schöne feierliche, wie auch immer, Anlässe, möchte ich mir einen Kuchen backen. Wie viel brauche ich von welchen Items, um den zu backen? Ich habe noch nie so einen scheiß Kuchen gemacht. Ich glaube, ich auch nicht. Ich weiß. Das ist echt scheiße, ne? Also ich weiß es ungefähr. Den gibt's schon so lange. Weiß ich's auch. Aber genau kann ich es dir nicht sagen. Ja, will keiner. Das ist echt schwach. Den also gibt's schon echt raten. Lang. Ich kann's raten. Ja, aber wenn du gewinnen willst. Ja, nee. Also. Gut, wenn keiner möchte, letzte Chance. Dann nehme ich die Frage auch raus. Darf ich raten? Ja. Ich will nichts raten, ich weiß nicht. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob 3 oder 6 Getreide, mindestens ein Ei, mindestens 1 oder 2 Milch. Und ein bisschen Zucker, aber wie das dann verteilt ist, habe ich nur noch weniger Ahnung. Das war also schon mal nicht richtig. Ich glaube, ja, du brauchst ein Milch, nein, ein Ei und 3 Zucker. Oder so. Du brauchst 3 Milch, 2 Zucker, ein Ei und 3 Weizen. Die Milch kommt oben hin, Zucker rechts, links in der Mitte und das Ei in der Mitte, Weizen ist unten. Ach, die Milch oben, deswegen. Ja. So, und da wir ja auch noch gerade beim Thema Kuchen sind, bleiben wir da auch. Wie viele Herzen kann denn so ein leckerer Kuchen wiederherstellen, wenn ich diesen zur Hälfte verzehre? Nichts. Ich glaube, wie viele Herzen er wiederherstellen kann? Ja. Es geht ja nur indirekt, dadurch, dass es die Nahrungsmittel wieder aufgefüllt werden. Ja. Also wenn er die Nahrungsleiste wieder auffüllt, dann kann er alle Herzen wieder herstellen. Das ist richtig. Was du das meintest. Genau. Du hast auch ziemlich um die Ecke gedacht. Ja. Das ist ein Punkt für nichts. So. Ich hätte jetzt gerade eher fast einen Tipp abgegeben, wie viel das von den Nahrungsdingern her der Punkt mehr ist. Die gibt's ja nicht mehr. Ist, dass die Herzen was anderes sind. Die gibt's ja nicht mehr. So, einmal zurücksetzen. Und die 11. Frage. Wie viele Music Discs gibt es aktuell, Version 1.4.6, in Minecraft? 11. 12. Es wurde noch eine hinzugefügt. Das ist ein Punkt für nichts. Ich sollte öfters Changelogs lesen. Ich glaube, ich habe hier gerade ein kleines Problem. Also, dass es 11 vor ein paar Jahren schon waren, das weiß ich, aber. Ja. Ich weiß nicht, wie sich es dann entwickelt hat. Von mir aus können wir auch ganz kurz noch hier in Creative reingehen und gucken. Ich kann auch nochmal nachzählen. Ich glaube, ich habe die sogar gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sind die auch alle im Spiel erhältlich? Ja, mittlerweile schon. Okay. Es gab ja mal diese kaputte CD, die war nicht erhältlich, aber mittlerweile kannst du sie auch finden. Oder bekommen. Ist die immer noch kaputt? Weil ich glaube, habe ich eine gefunden. Die ist, glaube ich, immer noch kaputt, ja. Ich habe irgendwo hat mal ein Zombie oder sowas eine fallen lassen, die war aber deutlich demodiert, sagen wir es mal so. Das ist ja jetzt auch nicht unser Thema. Machen wir mal weiter. Nee, nicht wirklich. Frage 12. Scheinbar besitzen die Minecraft-Entwickler keine Fähigkeiten, eigene Musik für die Discs zu produzieren. Wer versteckt sich hinter... C418. Genau, C418 ist richtig. Punkt für Xas. Damit steht jetzt 5 zu 6. Für wen? Für, also, 5 Punkte hast du, 6 Punkte hat nichts. Okay. Mit dem welcher Rechnung? Mit dem zweifelhaften Punkt. So, Frage 13.
Wie fast jeder schon mal festgestellt hat, muss man in der Minecraft-Jar den Meta-Inf-Ordner löschen, um Mods zum Laufen zu bekommen. Wozu gibt es den Meta-Inf-Ordner eigentlich? Was macht der? Weiß das keiner, was der macht? Ich kann es mir vorstellen, aber so wirklich wissen tue ich es nicht. Ich hätte schon wieder Vorstellungsprobleme. Will auch keiner raten? Schade. Nee. Gut, dann schließe ich die Frage. Das ist quasi so eine Überprüfung der kompletten Minecraft-Jar, ob diese unverändert ist. Das ist quasi wie so ein Antivirus-Programm oder sowas, weil durch weitere Programme Schadcode theoretisch eingefügt werden könnte. Und der prüft einfach, ob die Minecraft-Jar original ist, und wenn nicht, dann startet das Spiel halt nicht richtig. Oder lädt halt neu runter. Okay. So, 14. Was war die Antwort auf die erste Frage, die ich euch gestellt habe? Ja? Nichts. Das ist richtig. Hatten wir nicht ausgemacht, nichts mit Merken? Tja, das sind jetzt 7 Punkte für nichts und 5 für Xas. Die nächste Frage. Wie viele Zäune kannst du mit 4 Baumstämmen und 2 Planks herstellen? Ja. Xas? 6. Nein, 12. Du kriegst 2 Zäune pro Bauen, pro Herstellen. Ach, 4 Baumstämme, nicht 4 Stapel Baumstämme. Ich hätte vollkommen falsch gerechnet. Ja, 4 Stapel, naja. Ach verdammt, ich hab versagt. Du hast es nicht doppelt genommen, oder? Nee, ich hab 4 mal 4. Plus 2 sind 18. Und ich brauch doch 6 so Dinger für einen. Ja. Für 2. Also ich brauch 6 Wooden Planks für 2 Zäune. Nein, du brauchst 6 Stäbe. Ach scheiße, ich brauch Stäbe. Ja, den Fehler habe ich gemacht. Ja, gut, weiter. Wir haben bereits über Slimes auf der normalen Welt gesprochen. Doch wie heißen die Artverwandten dieser Monster im Nether? Magma Slime. Nicht richtig. Lava Slime? Auch nicht. Aber Xas hat zuerst gedrückt. Magma Cubes heißen die. Okay. Ich denke nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, ich war erst einmal im Nether und da war kein Schlein zu finden. Tja, jetzt steht es immerhin schon 9 zu 5. Ich glaube, das kann Xas kaum noch aufholen. Also wir wollen ja mal diese komische Pseudo-Frage da nicht. Ja? Naja, mal sehen. So, 17. Um an die vorherige Frage anzuknüpfen, was lassen diese Monster fallen, wenn du diese tötest? Magma Cream. Das ist richtig für Xas. Ein Punkt. War das Telefon überhaupt zu hören gerade eben? Na egal. So, Frage 18. Wie viele Herzen hat der Endboss im Ender? Lebensherzen. Wie viele Herzen? Nichts. Also der Enderwache hat eigentlich überhaupt kein Herzen, der hat eine Leiste. Ja, aber da stecken ja auch Herzen quasi hinter. Wie viele sind das? Ja, es war falsch. Das stimmt. Das sind 100 Herzen hat er quasi. Der Wither, oder wie der heißt, hat 150. So. Frage 19. Was benötige ich, um die Potion of Healing 2 herzustellen? Cool wäre sogar noch die Reihenfolge, aber es muss nicht unbedingt sein. Komm schon, scheiße, ja. Habt ihr noch nie was Tränke gebraucht? Ich habe einen Trank hergestellt und das war ein Schwächetrank. Wie könnte ich das sagen? Das sind alles so sinnvolle Sachen in Minecraft, die muss man doch wissen. Ja klar, natürlich. Eine war der Regenerationstrank. Der ist ja nicht gefragt. Potion of Healing 2. Aber den habe ich noch nie hergestellt, aber den wüsste ich wenigstens. Ja? Ja. Okay, sagen wir, wenn 75% der Sachen, die ihr nennt, richtig sind, gibt's einen Punkt. Jetzt ändert er auch noch die Frage. Nein, nur die Anzahl an richtigen
Items, die dafür notwendig sind. Ich bin dafür, wir stecken die Frage weg, weil sonst... Ja, weil okay, ihr wisst beide nicht, dann sagen wir... Ich hätte höchstens eine Vermutung, das war's. Aber... Ihr braucht zuerst eine Nether Ward, dann kriegt ihr eine Arquad Potion, dann fügt ihr das mit der Clistering Melon zusammen, da habt ihr die Potion of Healing 1 und dann noch ein Cloister und Dust drauf. Cloister und Dust drauf. Ich hatte, glaube ich, kein einziges von diesen Items außer Cloister. Als ob die goldene Melone hätte ich noch getippt, aber das wäre auch alles gewesen. Gut, dann die letzte Frage schon, die Nummer 20. In Minecraft gibt es einige Monster, zum Beispiel das verkümmerte Skelett, der hässliche Zombie, der vereinsamte Creeper, der krasse Spider-Jockey, sowie das fette Slime. Mit welchem Adjektiv habe ich den Zombie beschrieben? Ja? Nichts? Ich glaube vermodert. Nein, der hässliche Zombie war es. Ja, der hässliche. Ich hab's fast vermutet, aber ich hab's nicht vermutet. Oh, jetzt habe ich den Knopf abgerissen. Aber gut. Es war ja die letzte Frage. Und wie dann, steht nur Punktestand? Damit steht's jetzt 5, 6, 7, 8 Punkte für Xas und 9 für nichts. So, dann geht's jetzt also um die eine Frage. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus oder lesen uns die Infos an und melden uns dann gleich zurück. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nach kurzer Klärung ist Xas wohl doch in Führung. Ja, da warum? Ozean falsch war. Es spawnen dort Monster in Höhlen. Wie schon fast vermutet von Xas. Im Pilzbiom nicht. Das war sicher, dass es in Höhlen unter Ozean was spawnt. Die Frage ist, wie es im Pilzbiom war. Im Pilzbiom halt nicht. Da spawnen wirklich nur aus Spawnern irgendwas raus, so, sonst danke gar nicht. Nichts für diese schöne Runde hier, so einmal Hände schütteln. Ja, genau. So. Herzlichen Glückwunsch, Xas. Nichts ist schön, jetzt aber immer noch auf Platz 1, weil er schon eine, obwohl, nee, ihr seid beide jetzt auf Platz 1, weil ihr je eine Runde gewonnen habt. Nichts, ich würde sagen, ihr habt es beide verdient. Ihr habt es beide bisher verdient, genau. Nur Bratmann hat bisher gelost. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Sehr nett. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.